sorry. Oh, you're gonna be sorry. That you treated me bad. That you treated me bad. And if there's an afterlife, I'll float and I'll be glad. Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Vorlesung. Wir sind jetzt bei Teil 3, Clustering. Das heißt, wir sind da oben jetzt. Ja, wir fangen jetzt hier an, mit unseren Algorithmen endlich mal richtig Informatik zu machen. Wir sind auch noch in unserer Übersicht hier drin. Ja, noch stimmt die Reihenfolge, die ich hier hingeschrieben habe. Ich vermute mal, ab irgendwann wird es dann nicht mehr so sein. Also, jetzt kommen die ersten Clustering-Methoden. Was ist Clustering? Ja, schauen wir uns das mal an. Gut, wir haben Daten. Wir können die Daten vielleicht irgendwie visualisieren. Ja, hier habe ich einfach mal 2D das hingemalt. Und Sie sehen, die können irgendwie strukturiert sein. Ja? Frei Auge, sozusagen von Hand, sehen wir als Mensch eigentlich ganz gut, wenn es Strukturen im Datensatz gibt. Ja? Ganz links würde man sagen, ja, da gibt es irgendwie 4 Cluster, einen großen und 3 kleine. Ja, hier gibt es irgendwie auch irgendwelche Strukturen. Und hier rechts sehen wir auch irgendwelche Strukturen. Was heißt Clustering? Clustering heißt, wir wollen Algorithmen erfinden, wir wollen Algorithmen bauen, die in der Lage sind, solche Strukturen zu erkennen, beziehungsweise wenigstens mal zu erkennen, ob es vielleicht einzelne Samples gibt, also einzelne Punkte gibt hier auf unserer Visualisierung, die zu einer Gruppe zusammengehören. Ja, und wenn wir Punkte finden, die zu Gruppen zusammengehören, dann haben wir damit natürlich auch Strukturen identifiziert. Logisch. Sie sehen, das ist manchmal einfach und manchmal schwierig. Ja? Ganz links ist es vermutlich relativ einfach. In dem mittleren Beispiel sieht es gar nicht ganz so billig aus, weil na gut, wir würden schon sagen, das rote S hier, diese Schlange, ist wahrscheinlich ein Cluster, aber was zeichnet den Cluster eigentlich aus? Ja, auf der linken Seite ist klar, wir haben eine Gruppe, die liegen auf einem Haufen und dann ist es ein Cluster. Hier ist es durchaus nicht so. Ja, der hier ganz auf der Seite, der eine, der ist durchaus viel weiter weg von dem da oben, ja, als zum Beispiel der blaue. Ja, der blaue ist viel dichter an dem wie der. Trotzdem meinen wir eigentlich, dass der hier zum gleichen Cluster gehört. Also ist nicht ganz so trivial, aber für all diese Fälle werden wir Algorithmen finden, keine Frage. Ja? Also Erkennen von Clustern habe ich hingeschrieben. Die Records generell innerhalb eines Clusters sollen sich natürlich ähnlich sein. Die aus unterschiedlichen Clustern sollen sich entsprechend unähnlich sein. Wir werden sehen, man kann beides als Maß nehmen. Ja? Und man bekommt eventuell andere Cluster, wenn man die unähnlichen auseinander sortiert, als man Cluster bekommt, wenn man die ähnlichen zusammensortiert. Dann kann man natürlich auch sagen, Cluster sollten vielleicht gleich groß sein. Für manche Anwendungen mag das ein wichtiges Kriterium sein. Für andere Anwendungen dürfen oder müssen sie vielleicht auch unterschiedlich groß sein. Ja, sie können sich vielleicht überlappen, sie können sich nicht überlappen. Also viele, viele Möglichkeiten. Entsprechend gibt es natürlich viele, viele Algorithmen. Und deshalb ist dieser Foliensatz auch ein bisschen größer und der wird uns sicherlich mehr als eine Woche beschäftigen, sondern vielleicht 2 oder 3 Wochen. Ziel der Clusteranalyse. Ich habe Ihnen mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Offensichtliche Strukturen finden heißt, die Daten besser verstehen. Bei Kurskopieren heißt, Klassen erkennen, Strukturen erkennen. Typische Vertreter macht sehr viel Sinn. Im Zeitalter von Big Data haben Sie vielleicht Millionen, Milliarden von Records. Und wenn Sie in der Lage sind, durch Clustering typische Vertreter zu finden, dann genügt es vielleicht, mit einem Bruchteil der Daten weiterzumachen für Ihre Analyse. Ja, wenn Sie immer für eine Gruppe für 100.000 oder für 1 Million Beispiele eins finden, das typisch alle Eigenschaften von einer ganzen Million repräsentiert, brauchen Sie nicht mehr alle eingucken. Also ganz wichtig heutzutage. Records finden, die sich nicht zuordnen lassen. Das heißt, Ausreißeranalyse oder Anomalie Detection, ja, wichtiges Anwendungsgebiet im Machine Learning. Zum Beispiel defekte Bauteile erkennen, seltene Ereignisse erkennen.
seltene Dinge erkennen, auf die man nicht vorbereitet ist, die auch nicht dazu passen, die einfach zum Normalen nicht dazu passen. Ausreißer erkennen. Und natürlich Rauschen. Wenn wir Rauschen haben, das keine Information enthält, das irgendwie Hintergrundrauschen ist, das auch wieder Zufallsereignisse sind, die rauszufiltern. All das können wir mit der Clusteranalyse machen. Das heißt, wir lernen über unsere Daten. Man nennt das explorative Datenanalyse. Ich schreibe Ihnen das mal dazu, weil es so wichtig ist. Kurzen Moment. Ich hoffe, Sie können es lesen. Explorative Datenanalyse nennt sich das. Wir lernen, wie unsere Daten funktionieren, was in unseren Daten drinsteckt. Ein paar Beispiele, was explorative Datenanalyse ist, könnte zum Beispiel sein, man will gezielt Werbung machen, man will Kunden in Gruppen einteilen und an jedem Kunden entsprechend seiner Gruppenzugehörigkeit die richtige Werbung zukommen lassen. Ja, Google, Amazon machen solche Dinge, gezielte Angebote direkt zukommen lassen. Kunden, die so ein Profil haben wie Sie, haben sich auch dafür interessiert oder dafür interessiert. Gezielte Zusatzleistungen anbieten, ja, Versicherungen zum Beispiel, Banken würden einem Kunden dann entsprechend seiner Clusterzugehörigkeit bestimmte zusätzliche Angebote machen. Oder wir clustern Krankheitsbilder in der Klinik. Ja, das sind Patienten, die bestimmte Symptome zeigen. Die kann man clustern, um dann nachher jeder Gruppe eine bestimmte Therapie zum Beispiel zukommen zu lassen. Oder wir clustern Arbeitsplätze, um die Ausstattung von Arbeitsplätzen in einem großen Konzern, in einer Firma optimal zu gestalten. Also sehr, 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 sehr viele Anwendungen überall. Und wir schauen uns mal eine ein bisschen genauer an. Ich habe mal hier so eine kleine Zusammenstellung gemacht, ja, eine Umfrage von irgendeinem Hersteller von irgendwas, der einfach gefragt hat, was ist denn Ihnen als Kunde besonders wichtig, wenn Sie ein Ding kaufen, eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Ja, ist es die Handhabung, die Lebensdauer, der Preis oder sind es die Unterhaltskosten? Und wir haben hier, wie viel sind das? Fünf, sechs Leute gefragt, fünf Leute gefragt und bekommen irgendwelche Antworten. Ja, jetzt wäre quasi die Übung, mal rausbekommen, sind es nur irgendwelche Antworten oder gibt es vielleicht zwei, drei von den Kunden, die eigentlich in die gleiche Gruppe gehören, also die ähnliche Vorlieben haben, denen ähnliche Dinge wichtig sind und andere, denen andere Dinge wichtig sind oder ist einfach jeder für sich? Man kann sich die Zahlen anschauen, aber an den Zahlen sieht man natürlich nicht viel. Das sehen Sie schon wieder. Wir müssen es irgendwie visualisieren, damit wir was sehen können. Noch besser ist natürlich, wir rechnen irgendwie was. Und das wollen wir natürlich machen. Wir wollen jetzt hier unsere ersten Clustering-Verfahren vielleicht darauf anwenden. Da müssen wir erstmal gucken, welche Clustering-Verfahren gibt es denn überhaupt. Na gut, prinzipiell kann man sagen, es gibt hierarchische Verfahren, die schrittweise nach und nach zum Beispiel einzelne Samples zusammenfassen und sagen, die zwei gehören vielleicht zusammen, die sind sich ähnlich. Oh, und der dritte gehört vielleicht auch noch dazu und der gehört vielleicht auch noch dazu. Ja, hierarchisch, weil das schrittweise geht, weil in jeder Runde sozusagen das Clustern ein bisschen weitergeht. Man kann das zusammenfassend machen, agglomerativ, oder man kann es auch zerteilend machen, divisiv. Divisiv würde bedeuten, ich schaue, wer gehört denn eigentlich ganz bestimmt nicht dazu? Ja, gibt es einen, der anders ist als alle anderen, dann nehme ich den mal weg. Und dann gibt es vielleicht vom Rest nochmal einen, der anders ist als alle anderen, und dann nehme ich den nochmal weg. Auf die Art und Weise komme ich am Ende auch zu Gruppen, aber eventuell zu ganz anderen Gruppen als beim Agglomerativ. Ja, das sind die hierarchischen Verfahren. Man kann auch relativ stumpf durch Partitionierung clustern, indem man einfach einen Raum, eine Fläche in gleich große Felder einteilt und sagt, jeder, der in dem Feld drin ist, der gehört dazu. Und der im nächsten Feld drin ist, der gehört dazu. Wird man auch Beispiele dazu sehen. Es gibt überwachte Verfahren.
Es könnte sein, dass wir schon typische Cluster sozusagen vorgeben, dass wir sagen, ja, es gibt Kunden, denen ist eben Qualität besonders wichtig. Und dann können wir die Eigenschaften dieses Kunden, dem Qualität wichtig ist, eben schon vorab definieren und dann jetzt andere suchen, die da dazugehören. Also überwachen, das Ganze machen. Und es gibt einfache gridbasierte Verfahren, die wieder partitionieren. Aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal einen ganz wichtigen Begriff klären, nämlich den Begriff Ähnlichkeit. Ich habe jetzt die ganze Zeit schon gesagt, ja, da gibt es zwei Muster, die sind sich ähnlich, ja, oder die sind gleich oder die sind unterschiedlich. Aber was heißt denn ähnlich? Was heißt denn gleich? Was heißt denn unterschiedlich? Das ist gar nicht ganz so einfach. Wir müssen das ja, wenn wir rechnen wollen, brauchen wir eine Zahl. Ja, wir brauchen entweder eine Ähnlichkeit als Zahl, wie wenn mir zwischen 0 und 1 läuft, oder wir brauchen einen Abstand als Zahl, wo man sagt, je größer der Abstand ist, desto unähnlicher sind sie. Ja, hat Vor- und Nachteile. Der Abstand hat den Vorteil, dass er unendlich groß werden kann. Die Ähnlichkeit hat den Vorteil, dass sie einen festen Bereich hat zwischen 0 und 1. Ja, 0 würde heißen komplett unähnlich, 1 würde heißen komplett ähnlich. Müssen wir sehen, wann wir was nehmen. Prinzipiell heißt es, wir brauchen eine Funktion, die uns eine Ähnlichkeit, einen Abstand, ganz allgemein einen Abstand definiert zwischen zwei Patterns in unserem Raum, in unserem Datensatz. Und der Abstand zwischen zwei Mustern A und B ist eben durch eine Funktion bestimmt. Und die Funktion ist eine Funktion aller meiner Attribute. Alle Attribute, alle Spalten in unserer Tabelle, alle Merkmale in unserer Tabelle sollten dazu beitragen, diese Abstandsfunktion zu bestimmen. Wenn da Merkmale drin sind, die da nicht dazu beitragen, dann können wir sie weglassen. Ja, weil dann brauchen wir die erstmal gleich gar. So, in dem Fall ist das eigentlich relativ einfach schon mal, weil das sind alles numerische Werte, das ist schon mal gut. Ja, Sie sehen schon, wenn hier jetzt zum Beispiel irgendwelche Berufsbezeichnungen stehen, wie wir es letzte Woche hatten, Bauarbeiter, Chirurg. Ja, eben, wie rechne ich Bauarbeiter und Chirurg in ein Ähnlichkeitsmaß rein? Ja, da muss man dann wieder irgendwie was tricksen. Aber Sie wissen schon, was man dann tun muss. Wir müssen dann den Datensatz vorbearbeiten, also sprich aus diesen kategorischen Attribute, vielleicht Ordinalattribute oder Ratioattribute zu machen, damit wir mit denen rechnen können. Ja? Damit wir solche Abstandsmaße tatsächlich wieder berechnen können. Dazu dient dieses Transformieren des Datensatzes. Also, was können wir über diese Abstandsfunktion sagen? Die Abstandsfunktion muss ein paar Eigenschaften haben. Ja, also sollte irgendwie so sein, dass bei einem kleinen Abstand die Dinger ähnlich sind und im großen Abstand sind sie unähnlich. Ein paar Anforderungen gibt es. Sie sollten nicht negativ werden, ja, weil ein negativer Abstand macht irgendwie nicht besonders viel Sinn oder eine negative Ähnlichkeit. Ja. Okay, wenn wir eine Ähnlichkeit haben wollen, dann heißt das Abstand 0 heißt maximale Ähnlichkeit. Also bei Gleichheit, wenn ich zwei gleiche Samples habe, dann sollte diese Funktion für die beiden gleichen auch eine 0 ausspucken. Nach Möglichkeit soll es auch noch symmetrisch sein. Warum? Symmetrisch heißt, wenn ich die beiden vertausche, dann sollte der Abstand gleich groß sein. Es ist nicht ganz immer der Fall, aber in fast allen Fällen, die man in der Praxis hat, ist es tatsächlich so, wenn ich von der anderen Seite schaue, sollte der Abstand gleich groß sein. Ja, es macht nicht besonders viel Sinn, einen Abstand zwischen zwei Dingen zu messen und zu sagen, wenn ich von hier aus gucke, ist der Abstand anders, als wenn ich von hier aus gucke. Ja, logisch. Und die triangulare Ungleichheit, das kommt hoffentlich auf der nächsten Folie nochmal ein bisschen genauer erklärt, dass man das sieht. Nein, kommt nicht erklärt. Okay, dann muss ich es Ihnen hier aufmalen. Also, kurzen Moment, malen wir gleich kurz mal wieder. Was heißt das? Das heißt, wenn ich einen Punkt habe und noch einen Punkt, die haben einen bestimmten Abstand. Ja, das ist A, das ist B, das ist der Abstand AB. Ja, DAB sollte es sein, Distance AB. Und jetzt habe ich einen Punkt C irgendwo. Dann habe ich hier natürlich auch Abstände, nämlich einen Abstand AC und einen Abstand BC. Und jetzt
sieht man eigentlich sofort, dass der Abstand zwischen A und C niemals größer sein kann als die Summe zwischen dem und dem, also zwischen A, B und B, C, weil der maximale Wert quasi, ich mache es mal in einer anderen Farbe, der maximale wäre quasi, wenn ich das C hier hinlege, ja, dann wäre das mein BC und dann ist mein DAC nichts anderes als mein DAB plus mein DBC. Ja, das hier kann nicht größer sein als diese Summe, weil wie soll das gehen? Wenn ich den hier weiter nach hinten schiebe, dann wird ja der auch größer. Also das geht nicht. Das ist, wenn man es so sich hier anschaut, ist es relativ trivial. Wenn Sie nachher formal rechnen mit Ihren Attributen, ist es nicht mehr ganz so trivial. Da ist es ganz hilfreich, wenn man weiß, dass unser Maß D, das wir als Abstandsmaß benutzen, diese Eigenschaft haben muss. Und wenn es diese Eigenschaft nicht hat, dann taugt es eventuell nicht als Abstandsmaß, um Ähnlichkeit zwischen Samples zu beschreiben. Oder es kann eventuell merkwürdige Effekte geben. Gut, übliche Abstandsfunktionen, die all diese Kriterien erfüllen, habe ich Ihnen mal aufgeschrieben. Das einfachste ist der euklidische Abstand. Das heißt, was ich gerade gemalt habe, wenn wir auf einer Fläche sind, dann ist es einfach der Abstand, den Sie berechnen würden nach dem Satz des Pythagoras zwischen zwei Punkten. Fertig, das ist der Abstand. Ja? Die Summe der Quadrate entlang der Koordinaten. Das ist der euklidische Abstand. Vorsicht, Skalierung habe ich Ihnen geschrieben. Wenn wir Attribute skalieren, das heißt die Zahlenwerte verändern, verändern wir natürlich eventuell auch die Abstände. Also da muss man auch wieder aufpassen, wenn ich nachher Ähnlichkeit berechne zwischen irgendwelchen Samples, ist ganz klar, dass der numerische Wert der Ähnlichkeit natürlich sich ändert, wenn ich meine Attribute vorher skaliere. Ist meistens nicht schlimm, aber man muss es im Hinterkopf behalten, weil es natürlich mein Ergebnis verändert, logischerweise. Der Minkowski-Abstand ist die Verallgemeinerung davon. Ja, für p gleich 2, für den Exponent gleich 2, ist es einfach ganz der ganz normale euklidische Abstand. Ich kann aber auch allgemein natürlich einen anderen Exponenten nehmen. Ich kann als Exponent 1 nehmen, dann ist es der sogenannte Manhattan-Abstand, kommt gleich noch dazu. Und ich kann einen größeren Exponenten nehmen, dann bekomme ich einen verzerrten Abstand. Ja? Kann manchmal hilfreich sein. Sehr häufig benutzt man einfach den euklidischen Abstand, weil da können wir uns was drunter vorstellen. Ja, das ist noch was, wo wir uns echt was drunter vorstellen können. Der Manhattan-Abstand mit dem Exponenten 1, das ist dann am Ende einfach die Summe der Abstände über die Koordinaten. Da muss ich mal wieder ein bisschen malen. Einen Moment. Und zwar heißt das auch Cityblock-Metrik oder Taxicab-Geometrie oder eben Manhattan-Geometrie. Warum? Ja, Sie wissen vielleicht, Manhattan ist so aufgebaut wie so ein Raster. Ja, die einen Straßen gehen so rum und die anderen Straßen gehen so rum. Und wenn Sie jetzt mit dem Taxi fahren, zum Beispiel von hier nach hier, da gibt es da verschiedene Wege. Sie können zum Beispiel so fahren, Sie können aber auch so fahren. Ja, oder Sie können so fahren. Und der Trick beim Manhattan-Abstand ist, das ist immer gleich weit. Ja, gibt keinen Unterschied, weil Sie fahren hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weit. Sie fahren 1, 2, 3, 4, 5, 6 weit. Ja, wenn solange Sie nur parallel zu den Achsen fahren, fahren Sie immer gleich weit, egal welchen Weg Sie nehmen. Deshalb Taxicab-Geometrie. Ja? Das ist eine sehr einfache Geschichte, die lässt sich natürlich oft auch einfach rechnen. Ich komme gerade mal hier wieder zu Ihnen. Moment, Moment, bin wieder da. Jawohl. Lässt sich sehr einfach rechnen und hat auch ganz interessante Auswirkungen. Ja? Deshalb ist es durchaus interessant, den Manhattan-Abstand ab und zu auch mal zu benutzen.
Erinnern Sie sich mal dran, ja? Manhattan Abstand oder City Block Metrik, sagt man auch, oder Taxi Cab. Man kann auch sagen, den Abstand ist nur der größtmögliche Abstand zwischen zwei Punkten, also der kleinstmögliche Abstand zwischen zwei Punkten, zwischen zwei Mustern. Wenn mein Muster vielleicht oder meine Samples aus mehreren Einzelteilen bestehen, ja, dann kann ich, malen wir mal wieder. Machen wir mal wieder. Ja, ich habe vielleicht ein Sample, das ist hier, und ich habe ein zweites Sample, das ist da. Jetzt kann ich sagen, wie groß ist denn der Abstand zwischen den beiden? Naja, der könnte, entweder könnte ich sagen, der ist so groß, nämlich so nah, wie die sich halt sind, oder ich könnte sagen, ja, der Abstand, der ist aber vielleicht auch so groß, nämlich der weiteste Abstand, ja, so weit auseinander wie möglich. Ja, das könnten zum Beispiel, mal wieder gucken, ob ich hier wieder reinkomme. Ja, das könnten zum Beispiel zwei Inseln sein, ja, in der Karibik irgendwie, und Sie wollen sagen, wie groß ist der Abstand zwischen diesen Inseln? Na, dann kann ich eben sagen, wie groß ist der kleinste Abstand oder wie groß ist der größte Abstand oder wie groß ist der mittlere Abstand? Macht einen Unterschied, definitiv macht einen Unterschied. Ganz spannend wird es, wenn wir als Informatiker mit typischen Dingen aus der Informatik zu tun haben, nämlich mit Sequenzen, vielleicht mit Sequenzen aus 1 und 0. Ja, soll es ja in der Informatik zuweilen mal geben. Wie berechnet man den Abstand zwischen zwei Sequenzen von 1 und 0? Ja, wenn es eine Binärzahl ist, die einen Wert hat, ist es einfach, dann hat sie einen Wert. Ja, das ist klar. Wenn es aber nicht so ist, wenn es irgendwie eine Art Fingerprint ist, ja, der, wo jede 1010 nur ein Fleck ist und das Ganze ist eine Reihe aus Flecks und da ist es nochmal eine Reihe aus Flecks. Wenn die gleich sind, kann man leicht sagen, ja, wenn die Einsen an der gleichen Stelle sind und die Nullen an der gleichen Stelle sind, dann ist es gleich. Wenn sie unterschiedlich sind, kann man auch leicht sagen, nämlich wenn nichts gleich ist, überall wo links eine 1 ist und rechts eine 0, ist rechts eine 0 und vice versa, dann ist es maximal ungleich. Aber wie rechnen wir das dazwischen aus? Und da hat sich eingebürgert der sogenannte Tanimoto-Koeffizient. Ja, da drüben steht er. Und zwar, das ist die Formel. Das heißt nichts anderes. Man schaut, wie viele Einsen sind rechts und links an der gleichen Stelle gesetzt. Ja, das ist hier durch den roten Strich, habe ich das mal hingeschrieben. Zwei sind an der gleichen Stelle gesetzt. Und dann schaue ich unten in a plus nb im Nenner. Also wie viele Einsen gibt es in der einen Sequenz, wie viele Einsen gibt es in der zweiten Sequenz und ziehe davon nochmal wieder ab, die sie zusammen sind. Und wenn man das so rechnet, ich habe das ja in einem Beispiel mal gemacht, gemeinsam sind es zwei, links sind aber fünf und rechts sind vier Einsen. Und wenn ich das einsetze in die Formel, dann steht da 2 durch 5 plus 4 minus 2. Und es gibt 0,29. Also das Ding hat jetzt einen Tanimoto-Koeffizienten von 0,29. Das ist das übliche Maß, um solche Sequenzen aus Einsen oder Nullen miteinander zu vergleichen. Tanimoto-Koeffizient. Man braucht es nicht so ganz häufig, aber wenn man es braucht, ist man froh, wenn man sich daran erinnert. Ja, deshalb erinnern Sie sich daran, versuchen Sie es nicht zu vergessen. Tanimoto-Koeffizient. Andere Art von Sequenzen sind zum Beispiel Zeichenketten. Ja? Die kennen Sie alle, ja, aus Algorithmen und Datenstrukturen, ganz bestimmt die Hamming-Distanz. Also der Unterschied zweier Zeichenketten ist die billigste Art und Weise, die zu berechnen ist. Ich schaue einfach, wie viele Buchstaben sind gleich, wie viele sind unterschiedlich. Ja, hier steht es in der Sprache der Mathematik da. Ich schaue einfach hier, das D ist gleich, das E und A sind nicht gleich, das S und R sind nicht gleich und so weiter. Das H ist wieder gleich. Und dann zähle ich einfach durch, wie viel ist gleich, wie viel ist nicht gleich. Und wenn alles gleich ist, dann ist es gleich, dann ist der Abstand 0. Und wenn alles unterschiedlich ist, dann ist der Abstand entsprechend groß. Und muss ich nur die Zahl der Unterschiede angeben und dann bekomme ich den Abstand. Ja, jetzt habe ich hier noch ein anderes Beispiel Ihnen aufgeschrieben, nämlich
Der Hund ist ein ganz lieber und dieser Hund ist ein ganz lieber. Und jetzt können wir uns wieder fragen, welchen Sinn macht es jetzt hier, unsere Hemming-Distanz zu berechnen? Das heißt, wir schauen, wie viele Buchstaben stimmen überein. Und wir sehen, ja, das D stimmt überein. Und dann finde ich nichts mehr. Ja? Gibt es nur eine Übereinstimmung. Alles andere ist unterschiedlich. Das ist aber natürlich ziemlicher Unfug, weil letzten Endes ist es fast der gleiche Satz. Ja, da ist hier nur statt der steht dieser und der Rest vom Satz ist gleich. Die Hemming-Distanz ist aber sehr, sehr groß. Das heißt, der Unterschied ist sehr groß. Da sehen wir also, vielleicht müssen wir, wenn wir solche Sequenzen betrachten, wie zum Beispiel geschriebenen Text oder auch gesprochenen Text oder auch andere Arten von Sequenzen, dann macht es vielleicht keinen Sinn, die Hemming-Distanz zu verwenden. Gibt es da was anderes? Ja, da gibt es was anderes. Muss bloß die Folie wechseln. Einen Moment. Und zwar hat der Herr Levenstein, da gibt es verschiedene Schreibweisen dafür. Ja, die deutsche Übersetzung der russischen Schreibweise ist mit W, die angelsächsische ist mit SH, Leven mit V und SH geschrieben. Ich bin nicht ganz einheitlich. Meistens benutze ich die da oben auch steht, ja, die angelsächsische, die Levenstein-Distanz. Der Herr Levenstein, der hat sich überlegt, wie man den Unterschied in so einem Satz wie dem, den wir gerade hatten, bestimmen kann. Und der hat, da ist meine Folie zerschossen, ja, egal. Und der hat sich überlegt, 1965, wie man das machen könnte. Nämlich, der hat gesagt, um eigentlich den Unterschied zwischen zwei solchen Sätzen festzustellen, müsste man hingehen und einfach überlegen, wie viel muss ich an dem einen Satz verändern, damit der andere draus wird. Also nicht, wie viel stimmt überein und wie viel nicht, sondern wie viel muss ich beim einen verändern, damit der andere draus wird. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken und wir schauen, was muss ich denn am zweiten Satz verändern, damit er wieder der erste draus wird, dann heißt es, na, ich muss lediglich dieses IES weglöschen. Ja, wenn ich IES lösche, dann passt alles wieder ganz genau. Also ist eigentlich der Abstand zwischen diesen beiden Sätzen, der ist nur die 3. Nicht mehr, wird hier 3. So, ja, der ist nur die 3. Mehr ist das nicht. Er hat diese Distanz natürlich nicht Levenstein-Distanz genannt, sondern er hat sie genannt Editierdistanz. Ja? Weil jede Veränderung ist ein Editierschritt. Also man könnte sagen, wie viele Editierschritte sind nötig, um aus der einen Sequenz die andere zu machen. Und jetzt können Sie hier nicht lesen, ja, da steht mögliche Editieroperationen. Und das ist eigentlich ja ganz einfach. Die Frage nämlich, welche Operationen gibt es denn? Und das ist klar, also man kann, wenn man so eine Schrift editiert, wenn man sie bearbeitet, kann man entweder etwas löschen, ein Zeichen löschen. Ich kann ein Zeichen einfügen, könnte ja auch sein. Und ich kann ein Zeichen ersetzen. Ja, also ich habe drei Operationen. Und mit diesen drei Operationen kann ich bestimmen, wie groß die Editierdistanz ist. Allerdings, sorry, allerdings ist der Algorithmus, um dahin zu kommen, der ist nicht so ganz trivial. Ja, der Algorithmus ist nicht so ganz trivial. Weil, ja, das Problem ist, ich kann natürlich jede Menge editieren hier, aber die Editierdistanz ist nicht nur einfach die Zahl der Editierschritte, die ich mache, bis ich mal dahin komme, sondern die Editierdistanz ist natürlich die kleinstmögliche Zahl an Schritten. Ich kann natürlich auch hier alles Mögliche machen. Ja? Ich kann aus dem Hund erstmal einen Affen machen und dann nachher wieder einen Hund raus. Dann laufe ich einen großen Umweg und bin viele Editierschritte gegangen, aber das ist natürlich nicht die Editierdistanz, also der kleinstmögliche Abstand. Der Algorithmus ist, wie gesagt, nicht ganz trivial. Bioinformatiker kennen einen guten Algorithmus.
Man kann es mit dem rekursiven Algorithmus ganz gut lösen. Der ist dann nur Hölle langsam, den kann man aber über dynamische Programmierung dann wieder beschleunigen. Soweit das Vorgeplänkel zu unseren Algorithmen. Was der Abstand ist, wissen Sie jetzt. Als nächstes kommt jetzt tatsächlich das Clustering an sich. Links habe ich Ihnen mal die wichtigen Sachen aufgeschrieben, die wir uns im Rahmen der Vorlesung anschauen werden, also Partitionierung, hierarchisches Clustering, K-Means Clustering haben Sie bestimmt schon gehört. Man kann K-Means auch Fuzzy machen, möchte ich kurz darauf eingehen, weil das manchmal ziemlich spannend ist. Dann die Verallgemeinerung von K-Means, nämlich Expectation Maximization. Dann dichtebasiertes Clustering, das man dann verwenden kann, wenn K-Means oder hierarchisches Clustering nicht mehr funktioniert. Und meine Lieblings- also nicht ganz, aber nicht nur alleinigen Lieblings-, aber meine auch Lieblingshaustiere sind die Coronenkarten. Die sind zwar keine echten Clustering-Algorithmen, die gehören hier aber auch rein, weil sie gerade für explorative Datenanalyse eine extreme Bereicherung sind und zusätzlich was liefern zum Clustering. Also, das ist jetzt die Übersicht über das, was tatsächlich an Algorithmen kommt. Wir beginnen ganz einfach mit dem Partitionieren. Ich habe Ihnen hier mal so einen Plot gemacht. Das könnte zum Beispiel sein, die Zahl von irgendwelchen Tieren, ja, irgendwo in Hessen. Da ist irgendwo ein Stück Landkarte genommen und dann hat jemand Vögel gezählt zum Beispiel oder Wölfe gezählt und überall, wo ein blauer Punkt ist, ein Wolf. Naja, so viele Wölfe haben wir nicht, aber nehmen wir mal an, das seien alles Wölfe. Jetzt ist mal die erste Frage, wir visualisieren wieder. Ja, das ist ja schon eine Visualisierung und wenn es so viele sind, dann sehen Sie eigentlich auch schon ganz gut, dass man da quasi optisch schon die Dichte sieht. Aber so ganz optimal ist es nicht. Und da möchte ich Ihnen noch einen Trick zeigen, wie man diese Dichtevisualisierung deutlich schöner machen kann, sodass es viel, viel intuitiver wird, was da eigentlich Sache ist. Und wie immer sage ich, Visualisierungen macht man am besten dann doch mit R, weil R einfach die schönsten Plots kann. Und das schauen wir uns direkt mal im RStudio in R an. RStudio kennen Sie mittlerweile vermutlich. C ist mein Befehl, um Vektoren zusammenzufassen. Das heißt, was ich hier mache, ist nichts anderes als, ich baue mir zunächst einen Vektor, der besteht aus 1500 gleich verteilten Zahlen zwischen 0 und 1 sowie 500 Zahlen einer Gauss-Verteilung mit einem Mittelwert 0,3 und der Standardabweichung 0,1. Warum mache ich das? Weil ich für meine Wölfe einen Hintergrund, einen gleichbleibenden Hintergrund haben will und dann aber eine Verdichtung an zwei Stellen. Ja, diese 1500 gleich verteilten Werte geben mir meinen Hintergrund. Und diese beiden Gleichverteilungen, nämlich die Normalverteilung, nämlich die ersten 500 hier, geben mir die eine Verdichtung und die zweiten 250 geben mir die zweite Verdichtung. Also so definiere ich meine x und meine y definiere ich genau gleich, sodass ich einen schönen Datensatz habe aus 2000 Wölfen, die mehr oder weniger gleich verteilt sind, aber an zwei Stellen ein bisschen eine Verdichtung haben. Daraus baue ich einen Data Frame, weil ich ganz gern immer mit Data Frames arbeite. Dann ist mir natürlich passiert, dass durch die Normalverteilung Zahlen auftauchen können, Werte auftauchen können, die größer 1 oder kleiner 0 sind. Und deshalb schnibbel ich das alles weg, was da drüber ist, sodass ich nur Werte habe, die wirklich in dem Bereich sind, wo ich es auch haben will. Das mache ich hiermit. Und Sie sehen hier, das ist ganz praktisch. Man kann in R den Zuweisungsoperator statt dem Ist-Gleichzeichen dieses Pfeilchen nehmen. Und nett an diesem Pfeilchen ist, man kann das Pfeilchen auch rumdrehen. Ja, ich weise hier mit diesem Pfeilchen weise ich von links nach rechts zu. Das ist manchmal ganz praktisch. Es gibt nicht viele Programmiersprachen, die das zulassen, dass man von links nach rechts zuweist. Aber gerade wenn man eine Reppel hat, ist das manchmal ganz praktisch. Man spielt ein bisschen rum und muss dann nicht vorne wieder an den Anfang der Zeile gehen, sondern kann einfach hinten nach rechts zuweisen. Okay, hier plotte ich mal und das müsste das Bildchen sein, das auch auf der Folie drauf ist. Ja, wir haben einen Hintergrund und diese zwei Verdichtungen. Das sieht man es vielleicht schon ganz gut. Der einfachste Trick aber, um jetzt diese Dichteverteilung noch besser zu visualisieren, ist im nächsten Plot dargestellt. Was habe ich hier gemacht? Hier habe ich die
die Punkte größer gemacht. NAT 6 ist das die Größe des Symbols. Das heißt, statt 0,4 auf 8 habe ich also deutlich vergrößert, 20 Mal so groß gemacht die Punkte. Und habe sie dann aber hier bei der Farbangabe mit einem Alpha-Wert von 0,007 bedacht. Das heißt, meine Punkte sind jetzt groß, sind aber durchscheinend. Ich decke nur ganz leicht ab. Deshalb überall dort, wo wenig Punkte sind, ja, hier sieht man etwa, wie groß so ein Punkt ist. Ja. So ein Punkt ist so groß, aber nur ganz durchscheinend. Und nur dort, wo viele Punkte dicht nebeneinander sind, da kommt eine Farbe zustande. Auf die Art und Weise kann man sehr schön sehen, wo eigentlich die Verdichtungen sind. Ja, ich könnte hier das vielleicht sogar noch ein bisschen schwacher machen, ja, abschwächen. Oder wir könnten die Symbole vielleicht auch noch ein bisschen kleiner machen. Ja, machen wir es hier vielleicht wieder ein bisschen stärker. Dann sieht man es noch genauer, aber Sie sehen, auf so einem Bild sehen Sie viel besser die Struktur der Verteilung der Wölfe. Ja, Sie sehen jetzt hier die beiden Zentren. Sie sehen auch hier, dass es da so eine Linie gibt, wo es keine gibt oder wenige gibt. Hier auch, ja. Das sehen Sie in dem Plot vorher. Sehen Sie das nicht so gut? Ich muss jetzt weiter nach vorne gehen. Hier, ja, da sehen Sie, das sieht es relativ gleichmäßig alles aus. Dann sieht es auf die Art und Weise sehr viel besser. Also das ist der erste Tipp, wenn Sie solche dichte Verteilungen visualisieren wollen. Verwenden Sie einfach große Kreise als Marker und machen Sie die durchscheinend, sodass nur dort, wo viele übereinander liegen, tatsächlich eine Farbe zustande kommt. Und dann bekommen Sie sehr intuitive, dichte Darstellung. Man kann es natürlich auch anders machen. Man kann diesen Effekt simulieren durch Binning. Also sprich, indem man hier einen Raster drüber legt und dann die Dichte immer in einem Feld des Rasters darstellt. Das mache ich hier mal mit ggplot2. Das ist ein R-Paket, das einfach noch schöner Plots machen kann. Und ich erkläre jetzt mal die Syntax hier nicht. Die können Sie leicht nachlesen in der Doku. Aber Sie sehen es ja im Prinzip, hier ist leider nicht ganz quadratisch, aber ich kann es vielleicht hier vergrößern. Warten Sie mal. Zack, ich mache es ein bisschen größer. So. Ja, das ist jetzt in Binning gerechnet, immer Quadrate ausgeschnitten, horizontale und vertikale Linien und dann innerhalb jedes Feldes die Dichte farbkodiert dargestellt mit, dann kann ich einen Index dazu, also eine Legende dazu angeben. Ja, hier sind 50 Wölfe in dem Quadrat und da unten sind 10 Wölfe in dem Quadrat und da, wo gar keins ist, das sieht man den Hintergrund durch. Und dann sieht man auch ganz gut, hier ist eine Konzentration, da ist eine Konzentration. Aber das Bild ist nicht ganz so intuitiv wie das vorher. Ja? Es ist vielleicht ein bisschen konkreter, weil ich genau sagen kann, wie viele da sind. Aber es ist nicht ganz so intuitiv zum Anschauen wie das vorher. Noch schöner wird das Ganze, wenn man das Binning nicht mit Quadraten macht, sondern mit Sechsecken, mit Hexagonen. Das geht ganz einfach. Es gibt eine Hexbin-Funktion in R. Und jetzt mache ich das Binning einfach mit den Sechsecken. Zoom da mal wieder rein, dass wir das ein bisschen größer haben. So. Ja, und da sehen Sie wieder innerhalb jedes Sechsecks, wie viele Wölfe. Und Sie sehen wieder, wo die Konzentrationen sind, nämlich da und da. Sie sehen jetzt auch wieder hier diese Straßen oder was auch immer, wo es keine Wölfe hat oder diese Gebiete, wo vielleicht keine sind. Also ja, schön. Viel mehr ist nicht dazu zu sagen. Man muss bei solchen Dingen immer ein bisschen spielen mit den Parametern. Ich habe jetzt hier 15 Bins. Wir können mal 25 Bins nehmen. Na, das sieht ein bisschen anders aus. Mal reinzoomen. Ja, das sieht man so ein bisschen genauer. Man sieht immer noch, wo tatsächlich die Konzentrationen sind. Auch das ist deutlich intuitiver und informationsreicher, als einfach die rohe Punktfolge sich anzuschauen. Der Code steht auch im Skript. Ja? Den müssen Sie hier nicht abschreiben. Der steht auch im Skript, weil diese Plots sind tatsächlich sehr hilfreich.
Ja, ein Wort noch zum Binning, und zwar zum rechtwinkligen oder quadratischen Binning und zum hexagonalen Binning. Beim quadratischen Binning macht man immer einen Fehler, der einem nicht so ganz bewusst ist. Und zwar habe ich hier mal aufgemalt, Sie sehen es, quasi ein Quadrat, das soll ein Bin sein. Ja? Und wir gehen natürlich davon aus, machen die Annahme, alle Elemente, die jetzt in diesem Bin drin sind hier, die sind irgendwie, die haben so einen Abstand von 1,0 zueinander. Ja, weil das ist ja 1,0 groß, wenn das hier in der Skala 1,0 ist, dann gehe ich davon aus, dass die alle irgendwie 1,0 voneinander maximal entfernt sind. Stimmt natürlich schon mal nicht. Ja, stimmt natürlich schon mal nicht, denn über die Diagonale sind es schon gar nicht mehr 1,0, sondern das sind Wurzel 2, also das sind so ungefähr 1,4 schon über die Diagonale. Also die sind tatsächlich weiter entfernt voneinander als diese 1,0. Aber der Fehler ist überschaubar, ja, kann man so machen. Die zweite Frage ist, wie viele sind denn außerhalb? Ja, also wenn ich sage, dieser Kreis da, das ist eigentlich mein ideales Bin. Da ist das drin, was alles, was mit 1,0 quasi zusammengehört, mit maximalem Abstand 1,0 zusammengehört. Wie viel ist außen? Ja, außen, da muss ich nur ausrechnen, die Fläche vom Kreis und die Fläche vom Quadrat, das voneinander abziehen. Und dann komme ich drauf, dass hier, ich schreibe es mal drauf, etwa 24% der Fläche ist außerhalb. Also tatsächlich ein Viertel der Fläche in dem Fall ist außerhalb, was bedeutet, dass bei gleichmäßiger Verteilung meiner Samples in den Bin ein Viertel schon außerhalb von dem Bereich ist, von dem ich eigentlich denke, dass die Dinger sind. Das Ganze wird leider Gottes immer schlimmer, je mehr Dimensionen man hat. Ja, deshalb habe ich da links noch den eindimensionalen Fall geschrieben. Im eindimensionalen Fall, wenn ich da 1,0 aus einer Geraden rausschneide, wie da drüben, da ist nichts außerhalb. Ja, da ist null außerhalb. Im zweidimensionalen Fall, da sind tatsächlich 24% schon außerhalb des Bereichs, von dem wir eigentlich davon ausgehen, dass alle drin sind. Wenn wir ins Dreidimensionale gehen, das heißt, wir setzen eine Kugel mit Durchmesser 1,0 in einen Würfel mit Kantlänge 1,0 rein, dann kann man wieder ausrechnen, muss das Volumen der Kugel vom Volumen des Würfels abziehen und dann stellt man fest, dass hier außerhalb tatsächlich schon 48% des Volumens ist. Ja, wir haben hier schon 48% des Volumens außerhalb. Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen, sondern das ist schon verblüffend. In der Praxis haben wir in unseren Datensätzen oftmals nicht drei Dimensionen, ja, drei Spalten mit Merkmalen, sondern viel, viel mehr. Ja, wir haben vier Dimensionen zum Beispiel. Ja, habe ich links versucht, mal so einen vierdimensionalen Hyperwürfel zu malen oder abzubilden. Geht natürlich nicht. Aber das sind tatsächlich schon 84% in den Ecken drin, außerhalb. Im fünfdimensionalen Fall, das sind fast 92% der Fläche, ist außerhalb unserer Hyperkugel. Ja, wir denken eigentlich, alles ist innerhalb dieser Hyperkugel mit maximalem Abstand 1. In Wirklichkeit sind 92% des Volumens, des Hypervolumens außerhalb von dieser Kugel. Wenn wir in den zehndimensionalen Raum gehen, dann wird es ganz brutal, da ist 99,9% außerhalb. Ja, also das ist richtig, richtig brutal. Und die zweite Frage ist jetzt, wie viel weiter ist denn das jetzt? Ja, wenn Sie zurückdenken an den Kreis, ja. Hier war das ja nicht nur ein bisschen außerhalb, sondern wir haben gesehen, über die Diagonale ist es auch schon weiter auseinander als 1, nämlich 1,4. Im zehndimensionalen Fall ist das Wurzel 10. Ja, im zehndimensionalen Raum, die Diagonale, die ist Wurzel 10 lang. Und das sind, ja, ich schreibe mal Wurzel 10, ist ungefähr 3,16. Ja, das heißt, wenn ich so ein rechtwinkliges Binning mache im zehndimensionalen Raum, dann bekomme ich Bins, zehndimensionale Bins. Das sind 99,9% aller Samples vermutlich,
die in dem Bin drin sind, die sind nicht in meiner Kugel mit Abstand 1, sondern die sind außerhalb und die haben einen Abstand bis zu über 3 sogar. Also das ist eigentlich, ich mache zwar einen Binning, aber das ist nicht das, was ich eigentlich bin. Ja, das Binning führt mich ziemlich in die Irre, weil das Binning tatsächlich die Daten nicht so unterteilt, wie ich es eigentlich gerne haben möchte. Und deshalb mache ich ganz gerne und sage ich immer, nach Möglichkeit versuchen Sie, zumindest auch schon in der Fläche, ein hexagonales Binning zu machen. Denn im hexagonalen Binning, da sehen Sie eben, das Sechseck, das nähert den Kreis doch schon sehr viel besser an. Und da gibt es noch ganz wenig, was außerhalb ist von diesem Kreis. Ja? Also das hexagonale Binning, das spiegelt tatsächlich das wider, was wir vom Binning eigentlich wollen. Und Sie erinnern sich an gerade eben an das Binning mit unseren Wölfen. Es sieht auch noch hübsch aus. Ja, das hexagonale Binning, ich habe mal hier ein Bild aus dem Internet genommen, das die Franzosen gemacht haben, um irgendwas in Frankreich zu zeigen. Hexagonales Binning sieht einfach immer auch hübsch aus. Ja, diese Bienenwabenmuster sehen hübscher aus als rechtwinklige Muster. Aber es ist eben nicht nur das hübsch Aussehen, sondern vor allem ist es, dass auch die Daten sinnvoller geteilt sind. Also nach Möglichkeit machen Sie, wenn Sie binnen, ein hexagonales Binning und kein rechtwinkliges Binning. In R kein Problem, in Julia auch kein Problem, in Python auch kein Problem. Es gibt die Pakete, die Hexbin sofort machen. Das müssen Sie nicht von Hand programmieren. Und dann benutzen Sie einfach das hexagonale Binning statt dem rechtwinkligen. Dann sind Sie gleich besser mit dabei. Also, so viel zum Thema Binning. Vor allem interessant zur Visualisierung, vor allem interessant, wenn Sie Dichte auf einer Fläche, auf einer Karte zum Beispiel analysieren wollen. Sie können natürlich auch in jedem Bin tatsächlich eben zum Beispiel eine Dichte angeben und dann wiederum auswerten, ob die Dichte in bestimmten Regionen, in bestimmten Bins signifikant höher ist als in anderen und so weiter. Allerdings ein bisschen aufpassen, es hängt immer davon ab, wie groß die Bins sind. Ja, wenn Sie die Bins sehr groß machen, dann verdünnen Sie vielleicht den Effekt und sehen dann keine statistische Signifikanz. Wenn Sie es zu klein machen, dann sind vielleicht einzelne Bins leer, dann sagt das auch wieder gar nichts. Was wir eigentlich suchen, ist natürlich nicht ein Clustering, das irgendwie solche Bins anlegt, ja, wie hier, sondern dass uns jetzt tatsächlich die Cluster erkennt, dass uns erkennt, da ist ein Cluster, da ist ein Cluster, da ist einer und so weiter. Das schaffen wir aber auch mit einem anderen Algorithmus allerdings. Und zwar der einfachste Algorithmus, der trotzdem häufig verwendet wird, weil er gar nicht so schlecht ist, ist das sogenannte hierarchische Clustering. Das hierarchische Clustering liefert uns als Ergebnis so ein sogenanntes Dendrogramm, so ein Baum, der aufzeigt, wie die einzelnen Exemplare zusammenhängen. Ich habe hier wieder unsere Kundengruppen, ja, Julia, Egon und so weiter, hingeschrieben und habe das mal geclustert mit hierarchischem Clustering. Und wie das geht, das zeige ich Ihnen jetzt gleich im Detail. Man kann das hierarchische Clustering, da steht es, divisiv oder agglomerativ machen. Agglomerativ heißt zusammenfassen. Das heißt, wir fassen in dem Fall Personen zusammen, zunächst die ähnlichsten zusammen, dann die nächstähnlichen, dann die nächstähnlichen und so weiter, so lange, bis wir alle in einem Cluster drin haben. Divisiv würde bedeuten, wir trennen die erstmal auseinander. Wir trennen erstmal die, die unähnlich sind zueinander, voneinander ab und dann trennen wir wieder und trennen wieder und trennen wieder, so lange, bis die alle geteilt sind. Wie der Algorithmus im Detail funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also, agglomeratives Clustering, da muss ich kurz mal an die Tafel kommen. Kurzen Moment, ich mal mal die Punkte hier rot ein. Also zum Beispiel den hier, den hier. Den hier und den hier. Ja, das seien meine Personen oder Samples oder was auch immer. Also, wie geht der Algorithmus? Im ersten Schritt sind alle Samples isoliert. Das heißt, wir hätten in dem Fall 5 Cluster. In jedem Cluster ist genau eins drin. Der zweite Schritt ist, suche die ähnlichsten.
Na, was wären die ähnlichsten? Die beiden, die am dichtesten sind, das sind die hier. Die fasse ich jetzt zusammen. Zusammenfassen heißt, ich ersetze in meinem Datensatz diese beiden Werte durch eins, das genau in der Mitte ist von den beiden. Ja, ich ersetze diese beiden ähnlichsten durch einen ersten Cluster und repräsentiere diesen Cluster durch den Mittelwert. Also das wäre der nächste Schritt wäre, ersetze die beiden durch die Mitte und füge sie dann dem Datensatz hinzu. Und jetzt kann ich das Ganze einfach immer weitermachen. Ja, jetzt suche ich wieder die nächsten beiden ähnlichen und das sind vermutlich die beiden da oben. Also fasse die zusammen zu einem Cluster, ersetze die wieder durch die Mitte. Was sind jetzt die nächsten beiden ähnlichen? Oh, jetzt habe ich schlecht gemalt. Es ist fast ungefähr gleich. Ja, ich nehme mal an, das sind die beiden ähnlichsten. Ja, der Abstand zwischen dem und dem ersetzt die wieder durch die Mitte. Und jetzt habe ich nur zwei übrig, nämlich die beiden. Das heißt, als letztes kann ich die beiden noch zusammenfassen. Dann habe ich einen Cluster. Das ist agglomeratives Clustering. Sehr, sehr, sehr einfach. Wenn ich mich hier mal wieder einblende, so, dann können wir auch auf die nächste Folie gehen. Wenn wir das jetzt für unsere Kunden hier machen, um mal zu schauen, wie das geclustert ist, dann kann ich Ihnen das ganz kurz mal an einem R-Beispiel zeigen. Geht auch schnell. Ich habe Ihnen das hier mal in RStudio vorbereitet, damit Sie noch mal ein bisschen sehen, wie R-Stil so aussieht. Ja, also ich lese als erstes mal unsere Tabelle mit dem Befehl read.table. Dann setze ich die Namen meiner Tabelle in R können Matrizen, bei Matrizen sowohl die Namen als auch die Spalten, sowohl die Zeilen als auch die Spalten Namen haben als zusätzliche Attribute. Also ich setze Row Names und nehme dazu den Wert der ersten Spalte und dann lösche ich die erste Spalte weg. Da gibt es unterschiedliche Art und Weisen, wie man das machen kann. Im DataFrame haben die Spalten schon den Namen und ich kann in R ein Array adressieren, auch mit einem Vektor aus Bool-Werten. Das heißt, aus Wahr- und Falschwerten. Und es passiert das, was logisch ist, nämlich es wird genau ausgeschnitten. Ja? Also überall, wo True ist, bleibt der Inhalt erhalten und dort, wo False ist, geht er weg. Das heißt, ich kann einen boolschen Vektor bauen, indem ich einfach sage, names x in Name. Das ist dann überall dort True. Wo der Name tatsächlich Name ist und das Ganze not und damit kriege ich alle Spalten weggelöscht, die Name haben. Also das machen wir jetzt mal. Ist das weg? Und jetzt mache ich mir eine Kopie davon in ein klein x, einfach damit ich, falls ich nachher was falsch mache, das wieder rekonstruieren kann. Ja, also so sieht jetzt mein Dataframe aus. Der hat Spaltennamen und der hat Zeilennamen, die gehören nicht zu den Daten dazu. Und das hier ist das Datenfeld. Das sind genau die Werte von der Folie. Okay, jetzt kann ich mir mit dem Befehl dist die Distanzmatrix anschauen, nämlich den Abstand von jedem zu jedem, ja, von jedem Exemplar zu jedem anderen Exemplar, von jedem Sample zu jedem anderen Sample, von jeder Zeile zu jeder anderen Zeile. Und hier kann ich jetzt hergehen und suche mir, wo ist denn der Abstand am kleinsten? Der ist hier 1,0.
Der Abstand zwischen Claudia und Susanne ist am kleinsten. Also mache ich jetzt was? Ich baue mir als erstes ein neues Sample, das genau in der Mitte ist zwischen Claudia und Susanne. Ja, dazu mache ich die Summe. In R ist es immer die elementweise Summe. Wenn ich zwei Vektoren addiere, bekomme ich die elementweise Summe. Ist immer so, weil genauso addiert man Vektoren. Aber in R ist es sowieso Standard, dass alles elementweise geht. Das geteilt durch zwei gilt dasselbe und das speichere ich in einer neuen Zeile meines Arrays oder meines Data Frames, also x. Da gebe ich einen neuen Zeilennamen an, den gab es bisher nicht, deshalb wird er neu angelegt. Komma nichts heißt in R, nimm alle Spalten mit. Ja, in Python müssen Sie hier einen Doppelpunkt, glaube ich, schreiben. In R lässt man das einfach weg, wenn man alles will. Also, ich mache mir einen neuen. Und jetzt lösche ich noch mit dem gleichen Trick wie oben Claudia und Susanne raus und schaue mir x an. Und jetzt sehen wir, Claudia und Susanne sind weg. Und dafür habe ich mein gemitteltes mit drin. Ja, mein gemittelte Claudia Punkt Susanne. Da rechne ich wieder die Distanzmatrix. Jetzt schaue ich wieder, wo ist denn der Abstand am kleinsten? Ja, zwischen Claudia, Susanne und Egon ist der Abstand, nee, und Julia ist der Abstand am kleinsten, 1,5. Ja, das sind die hier. Also mache ich wieder das gleiche Spiel. Ich fasse Claudia, Susanne, meinen ersten Cluster mit Julia zusammen, nehme wieder den Mittelwert, lösche die beiden alten raus. Wie sieht meine Tabelle jetzt aus? Wir haben jetzt einen Cluster hier, in dem die drei drin sind. Die drei Frauen, interessanterweise, sind jetzt zusammengeclustert. Und der Ort dieses Clusters im vierdimensionalen Raum, der ist der Mittelwert jetzt. Ja? Das ist jetzt genau wieder der Mittelwert. Also kann ich wieder die Distanzmatrix berechnen. Die wird immer kleiner, logischerweise. Wen muss ich jetzt zusammenfassen? Der kleinste. Die kleinste Distanz ist zwischen Felix und Egon, also fasse ich wieder mit dem gleichen Trick Felix und Egon zusammen, lösche Felix und Egon weg. Jetzt sieht meine Datentabelle sehr einfach aus. Ich habe nur noch zwei Cluster. Man sieht jetzt hier, die Frauen sind in einem Cluster, die Männer sind in einem Cluster. Und hier kann ich wieder die Distanzmatrix angucken. Rein formal muss ich die jetzt natürlich auch wieder zusammenfassen, nochmal, bis ich am Ende nur noch einen Cluster habe, aber das ist natürlich, muss ich jetzt nicht mehr machen. Das Ganze geht natürlich ein bisschen einfacher, weil das ist Standard, dieses Clustering. Ich kann in R die Heatmap-Funktion nehmen, die mir so eine Datentabelle visualisiert als Heatmap. Das heißt, je dunkler die Farbe, desto höher der Wert. Hier Standardfarbe eben von weiß nach dunkelrot. Und Sie sehen, die Heatmap-Funktion, die macht gleich auch noch ein hierarchisches Clustering. Da bekomme ich hier auf der linken Seite das Dendrogramm, das Clustering für meine Namen angezeigt. Und ich bekomme spaltenweise auch noch gleich ein Clustering. Ja, könnte ich sagen. Ich sehe also Preis und Unterhaltskosten sind dicht als erstes zusammengeclustert. Das heißt, die Einschätzung der Personen gegenüber Preis und Unterhaltskosten sind relativ ähnlich. Ja, Handhabung weicht am stärksten davon ab. Und hier am Dendrogramm sieht man jetzt eben auch wieder schön, Felix und Egon sind zusammengeclustert und Susanne, Claudia, Julia sind zusammengeclustert. Was mir das hierarchische Clustering nicht liefert, ist die Antwort auf die Frage, wie viele Cluster es eigentlich gibt, weil das hierarchische Clustering immer so lange läuft, bis ich nur noch einen Cluster habe. Wenn ich wissen will, wie viele Cluster es gibt, muss ich jetzt das hier schneiden und kann sagen, ich möchte es an der Stelle schneiden, wo ich zwei Cluster habe, ich möchte es an der Stelle schneiden, wo ich drei Cluster habe, ich möchte es an der Stelle schneiden, wo ich vier Cluster habe und kann mir dann anschauen, wie diese entsprechende Anzahl Cluster aussieht. Eine Kleinigkeit fehlt uns jetzt noch. Und zwar müssen wir noch schauen, wie wir eigentlich den Abstand definieren. Es gibt da typischerweise in den Paketen, die so ein Clustering machen, verschiedene Abstandsmetriken und zwar oder Abstandsmethoden.
die man wählen kann. Und zwar, was wir jetzt gerade gemacht haben, ist eigentlich so der Standard. Wir sagen, wir nehmen den Average-Abstand. Das bedeutet, wir berechnen, wir repräsentieren ein Cluster immer durch seinen Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt den Abstand zwischen zwei Clustern haben will, ja, dann nehme ich den, ups, wo bin ich da? Nehme ich den Clusterabstand zwischen den, ist der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Cluster. Das geht natürlich auch anders. Ja, ich könnte auch sagen, Abstand Single bedeutet, ich nehme den Abstand, wo ist er da, der kleinstmögliche Abstand ist. Ja, also der Abstand zwischen den beiden Beispielen in meinem Cluster, die sich am nächsten sind. Das macht durchaus auch Sinn. Ja, nehmen Sie wieder das Beispiel Meeresinseln in der Karibik. Wie groß ist der Abstand zwischen zwei Inseln? Oder wie groß ist der Abstand zwischen der britischen Insel und Europa? Der ist nicht Mittelpunkt von Europa bis Mittelpunkt von der britischen Insel, sondern da gehen wir an die Küstenlinie und schauen, wo sind die, wo kommen sie sich am nächsten? Und das ist eigentlich der Abstand. Das heißt, je nach Anwendung kann es durchaus sein, dass dieses Abstandsmaß, das heißt Single, der kleinstmögliche Abstand, den ich finde zwischen zwei Samples innerhalb der Cluster, dass das ein sehr, sehr sinnvoller Abstand ist. Das führt dazu, dieser Abstand führt dazu, dass die Cluster maximal separiert werden im Normalfall, weil ich immer einen kleineren Abstand berechne. Ja. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, logischerweise. Ich könnte auch den Abstand nehmen zwischen den entferntesten Punkten. Das ist natürlich im ersten Moment auch skurril, aber ist oftmals auch sinnvoll. Das führt dazu, dass die Cluster meistens kleiner werden, weil ich ja immer möglichst große Abstände berechne. Und wenn ich immer die suche, die den kleinsten Abstand zueinander haben, ich nehme aber den größtmöglichen Abstand, den ich finden kann, dann führt es häufig dazu, dass sich mehr kleine Cluster bilden und dass die Cluster stärker separiert werden. Also, das kann ich Ihnen, ich kann Ihnen nicht keine Faustregel sagen, wann nehmen Sie das eine, wann nehmen Sie das andere, sondern da sind wieder Sie gefragt, da ist wieder Nachdenken gefragt. Data Mining, kann ich nicht oft genug wiederholen, findet nicht im Algorithmus statt, sondern Data Mining findet zu 80% in Ihrem Kopf statt, in Ihren Überlegungen statt. Sie müssen Ihre Daten kennen, Sie müssen wissen, was ist mein Problem und dann überlegen, welcher Abstand ist für mein Problem jetzt gerade sinnvoll. Oder Sie wollen ein bestimmtes Ergebnis haben und wollen Ihr Ergebnis manipulieren, dann können Sie natürlich über die Wahl des Abstands, der Abstandsart auch wiederum Ihr Ergebnis bestimmen und vielleicht in die eine oder andere Richtung schieben. So, jetzt bin ich Ihnen natürlich noch die andere Art und Weise schuldig, nämlich das divisive Clustern. Da habe ich Ihnen hier wieder mal, vielleicht gehen wir diesmal so hin, ne, geht nicht, habe ich Ihnen hier schon mal die fünf Punkte wieder hingemalt, ähnlich wie vorher. Und jetzt schauen wir mal, wie der Algorithmus aussieht. Ja, ich hatte schon gesagt, wir suchen zunächst die beiden Samples, die den größten Abstand zueinander haben. Ja, in dem Fall, mal schauen, wo sind wir hier? Wäre das zum Beispiel der hier und der hier. Und jetzt gehen wir her und weisen jeden anderen Sample und sagen, das ist quasi mein erster Cluster, das ist mein zweiter Cluster. Und jetzt schaue ich, zu welchem dieser beiden Cluster gehören denn jetzt alle anderen? Ja, und da muss ich im Prinzip hier die Mittelsenkrechte bilden. Aber bei dem einen ist es schwierig, wo der liegt, irgendwo da. Ja, also ich würde sagen, die hier gehören zum rechten Cluster und der hier gehört zum linken Cluster. Ja, so würde es aussehen. Jetzt habe ich aber natürlich schiefe Cluster. Ja, das hier ist nicht wirklich mein Clustermittelpunkt. Und das ist auch nicht mein Clustermittelpunkt. Das heißt, ich berechne jetzt neu die richtigen Clustermittelpunkte. Und habe jetzt meinen neuen Cluster. Das Ganze muss ich wiederholen. Das heißt, ich muss in jeden meiner beiden Cluster reingehen, also in den rechten zum Beispiel. Und jetzt innerhalb des rechten Clusters wieder schauen. Hier habe ich
welche sind die beiden, die am weitesten voneinander entfernt sind, und die wieder teilen. Und dann wieder und wieder und wieder und wieder, so lang, bis ich jedes Sample in einem eigenen Cluster. Ja, also Sie sehen, beim Agglomerativen beginnen wir mit lauter Einzelsamples und fassen die zusammen, so lange, bis wir einen Cluster haben. Hier beginnen wir mit einem großen Cluster und teilen den dann immer weiter, basierend auf den Samples, die den größten Abstand haben, so lange, bis am Ende alle Samples im eigenen Cluster sind. Ja, Zusammenfassung. Hierarchisches Clustering. HCA, hierarchische Clusteranalyse. Wichtig, die Zahl der Cluster ist eben nicht festgelegt. Man muss das nachher machen. Und es gibt ein paar Parameter, mit denen Sie manipulieren können, wie das so funktioniert. Das Ergebnis Ihrer Analyse hängt ab, natürlich auch von der Skalierung der Attribute. Logisch, weil wir absolute Abstände berechnen, ändern die sich natürlich, wenn sie skalieren, wenn sie normalisieren, logischerweise. Das heißt, es kann durchaus sein, sie dürfen nicht normalisieren, bevor sie so ein Clustering machen, weil sie sonst die Abstände kaputt machen. Oder es kann sein, sie müssen normalisieren, weil sie sonst unsinnige Abstände haben. Ja, es hängt aber auch ab von der Abstandsmetrik. Es hängt davon ab, also nehmen Sie einen Minkowski-Abstand, nehmen Sie eine Manhattan-Distanz, nehmen Sie einen euklidischen Abstand. Wir haben jetzt mit dem euklidischen Abstand gerechnet. Das ist das Anschaulichste, aber vielleicht ist die Taxicab-Geometrie, also der Manhattan-Abstand, manchmal auch was Sinnvolleres. Dann gibt es die Methode Single Complete Average. Also nehme ich die Cluster-Mittelpunkte oder die nächsten oder die entferntesten. Und es gibt noch die Möglichkeit, Bottom-up oder Top-down zu arbeiten, sprich agglomerativ oder divisiv. Und das möchte ich Ihnen jetzt nochmal an einem anderen Beispiel zeigen. Folie weiterklicken? Ja, funktioniert. Und zwar, Sie kennen die Diskussion, die es seit einiger Zeit gibt, dass unser Bundestag so groß ist und dass man den verkleinern müsste. Bundestag verkleinern geht nicht so leicht, weil es sind eben nun mal so viele Sitze auf jeden Fall mindestens da, wie es direkt Kandidaten gibt. Ja, der Bundestag kann nicht kleiner werden als die Zahl der der gewählten Direktmandate, weil die müssen ja alle reinkommen. Das heißt, man muss diese Wahlkreise oder diese Wahlbezirke, die jeweils einen Direktkandidaten bestimmen, die müsste man zusammenlegen oder neu strukturieren, dass es einfach weniger gibt. Das sagt man, das ist doch eigentlich ganz einfach, aber das ist natürlich gar nicht ganz so einfach. Ich habe Ihnen das mal einem Fake-Beispiel hier, ja, einem stark konstruierten Beispiel hier versucht zu visualisieren. Logisch ist, je nachdem, wie man das einteilt, kann man natürlich das Ergebnis bestimmen. Deshalb sollte man diese Einteilung nicht von Hand machen, sondern man sollte das einen Algorithmus völlig objektiv machen lassen. Ja, ein Clustering-Algorithmus bietet sich vielleicht an. Ich habe hier ein Beispiel. Das Beispiel heißt Großraum München. Ja, wir haben hier in München einmal München-Kernstadt. Lassen Sie mich mal einmal München-Kernstadt. Wir haben hier zum Beispiel Freising noch. Da ist Fürstenfeldbruck. Und da unten ist noch Starnberg, die Region um den schönen See rum. Und da wohnen überall Menschen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie man das vielleicht clustern könnte. Und zwar gleich in R, damit wir das schön rechnen können. Ich habe Ihnen auch hier mal wieder ein kleines R-Notebook vorbereitet. Und zwar bauen wir uns zunächst einen Dummy-Datensatz. Ich möchte Wähler haben. Ich mache jetzt keine Hunderttausende oder Millionen Wähler, sondern kleinere Zahlen, damit das Clustering nicht so lange dauert. Hierarchisches Clustering ist nicht schnell, weil Sie haben ja gesehen, wir müssen immer wieder diese Distanzmatrix berechnen. Das heißt, der Abstand von jedem zu jedem. Also wenn Sie 1000 Punkte haben, ist es 1 Million Abstände, die hier zu berechnen sind. 1000 mal 1000. Wenn Sie 1 Million Punkte haben, ist es 1 Million, sind es 1 Million mal 1 Million Abstände, die zu berechnen sind. Das ist ziemlich viel. Deshalb bleibe ich hier ein bisschen kleiner. Das ist auch tatsächlich ein Problem des hierarchischen Clusterings, ja, dass es langsam ist und auch der Speicherbedarf groß ist, weil man eben möglichst diese Matrizen auch abspeichern muss. Okay,
Deshalb mache ich hier mal nur ein paar tausend Wähler, ja, damit wir trotzdem was sehen. Und ich mache ein Zentrum München-Kernstadt. Ich plotte mal, wie das aussieht. Ja, das sind quasi meine Wähler, so wohnen die. Ich mache ein Zentrum um Freising rum, ich mache ein Zentrum um Starnberg rum und ich mache ein Zentrum um Fürstenfeldbruck rum. Jetzt vergesse ich aber wieder, wo die wohnen, sondern ich fasse die einfach zusammen zu einer zu einem Populationsdatensatz, das jetzt einfach eine Wolke aus Menschen ist, die da wohnen. Und jetzt ist auch egal, dass das vorher so ein bisschen durcheinander war. Wichtig ist nur, dass wir hier Dichtezentren sozusagen haben, damit wir clustern können. Ich verwende das Paket Cluster, das man aus R raus mit install.packages einfach installieren kann. Library Cluster, um es auch tatsächlich zu benutzen, damit die ganzen Objekte und Methoden aus dem Cluster-Paket im Namensraum hier zugreifbar sind. So, dann mache ich als erstes agglomeratives Clustering. Ja, agglomerativ heißt, innerhalb vom Clusterpaket, die Funktion dazu heißt Agnes. Ja, kann man sich leicht merken. Agglomeratives Clusterung macht die Agnes. Und der übergebe ich einfach meine Population Popo. Das ist genau diese blaue Punktwolke, die wir hier sehen. Und nehme alle Standardeinstellungen. Standardeinstellung heißt, ich rechne mit dem euklidischen Abstand und ich rechne mit Average, also mit Cluster-Mittelpunkten. Ich clustere das. Und kann dann, bekomme ein Dendrogramm, da sehe ich nichts, aber ich kann dieses Dendrogramm jetzt schneiden an einer bestimmten Stelle und ich möchte es dort schneiden, wo ich gerade vier Cluster habe, ja, weil ich habe die vier Zentren, ich möchte vier Wahlkreise haben. Also vier Cluster, speichere mir diesen Schnitt ab und jetzt schaue ich mal nach, was steht denn da drin in dem Schnitt und da steht drin, genau, schlicht und ergreifend die Clusterzugehörigkeit. Ja, Clusters ist ein Vektor, der so viele Elemente hat, wie ich Punkte habe hier, also wie ich Personen habe. Und für jede steht einfach die Clusterzugehörigkeit drin. Ja, ich zeige mir hier mal nur die ersten 200 an. Ich kann mir auch alle anzeigen lassen. Ja, das sind, er druckt nicht alle, er druckt nur die ersten 1000. Und gibt aber einfach für jeden Punkt an, zu welchem Cluster der gehört. Bei dem Schnitt, an dem es genau vier Cluster hat. So, das will ich jetzt plotten. Und für das Plotten, da zeige ich Ihnen noch einen Trick, oder wie man R-Stil schön plotten kann, weil wir wollen ja farbig plotten. Ja? Wir wollen ja möglichst jeden Cluster in einer anderen Farbe sehen. Und das geht in R so, dass man den Plot-Befehl, ja, hier ist der Plot-Befehl, dass man den Plot-Befehl die Colors angibt. Und zwar muss ich dem angeben für jeden Punkt die Farbe. Also wenn ich 2000 Punkte habe, muss ich hier einen Vektor angeben, der 2000 Farbdefinitionen enthält. Den zu erzeugen ist vielleicht kompliziert, aber vielleicht auch nicht. Ja, mit R im R-Stil geht es relativ einfach. Und zwar baue ich mir, ich bin wieder da oben in Zeile 28, baue ich mir zuerst einen Vektor, der alle Farben enthält, die ich haben will. Ja, Colors, da stehen einfach nur die vier Farben drin. Ein Vektor mit vier Farben. Auf so einen Vektor kann ich natürlich zugreifen, so wie in jeder Programmiersprache. Ja, das dritte Element oder das erste Element, keine Frage. Ich kann in R aber auf einen Vektor auch zugreifen, indem ich als Index wieder einen Vektor angebe. Ja, mit C baue ich einen Vektor, also hier gebe ich einen Vektor an, ja, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 4. Und wenn ich jetzt mein Colors mit diesem Vektor adressiere, dann bekomme ich einen Vektor zurück, der diese ganzen Elemente enthält. Also das erste, das zweite und dann viermal das vierte. Und das kann ich jetzt benutzen, um mir meinen Farbvektor zu bauen. Ich adressiere einfach hier meine Farbdefinition mit diesem Clusters-Vektor, den ich mit Cut gemacht habe, und bekomme den Vektor, der wieder so lang ist, dass ich für jeden genauso lang wie die Zahl der Punkte und an jeder Stelle steht die entsprechende Farbe. Ja, da steht oft blau, aber da stehen auch andere Farben dazwischen, Magenta, Red und so weiter. Ja, also das ist
der Trick, der hier dahinter steckt, auf die Art und Weise kann man sehr einfach Scatterplots machen in R, bei denen jeder Punkt dann die entsprechend richtige Farbe hat. Ich plotte das jetzt mit diesen Farben. Und wir sehen, es sieht so aus, wie wir es uns wünschen. Ja, wir bekommen Cluster unterschiedlicher Größe. Einmal München Zentrum, dann Starnberger See, Fürstenfeldbruck, Fürsti und Freising da oben. Agglomerativ mit der Agnes geclustert. Jetzt clustern wir das Ganze noch divisiv. Divisives Clustering im Clusterpaket geht mit der Diana, kann man sich auch merken, divisiv für Diana, wieder mit den Standardeinstellungen. Und ich cutte mir wieder die Cluster raus und plotte mit dem gleichen Trick wie oben. Und schwuppdiwupp, wir sehen, das sieht durchaus anders aus jetzt. Ja, das sieht durchaus anders aus. Jetzt ist ganz anders geclustert. Ja, jetzt ist irgendwie München zerrissen. Die Kernstadt ist zerrissen in verschiedene Cluster. Und das ist durchaus spannend. Ja. Jetzt schauen wir uns mal noch an, wie das Clustering entsteht. Also wie sieht denn das mit weniger Clustern aus? Dazu baue ich mir hier erstmal eine Funktion zum einfacher Plotten. Genau. Da habe ich einfach den Plotbefehl zusammengefasst, damit ich hier für unterschiedliche Clusteranzahl das mit einem Befehl plotten kann. Also agglomerativ mit zwei Clustern. Wie sehen die zwei Cluster aus? Die sehen tatsächlich so aus, wie wir es uns wünschen würden. Ja, wir haben jetzt den Cluster, der am meisten abgetrennt ist von München Kernstadt, scheint Freising zu sein. Und die anderen sind mit München Kernstadt zusammen. Wie sieht es mit Dreien aus? Jetzt kommt Fürstenfeldbruck wieder extra und mit Vieren, das kennen wir schon, da ist jetzt die Region Starnberger See noch extra mit drin. Wenn wir das beim Divisiven anschauen, zwei Cluster, divisiv, dann sehen wir, der fängt ja an, die zu trennen, die am weitesten entfernt voneinander sind. Deshalb haben wir hier im Prinzip die Trennung in der Mitte. Ja, bei drei Clustern wird eben wieder mittig getrennt und bei vier Clustern bekommen wir nochmal einen abgetrennt. Ja, also das heißt, wenn wir die Wahlkreise neu machen wollen, können wir das ganz objektiv vom Algorithmus machen lassen. Aber wir sehen, dass je nachdem, welchen Algorithmus wir verwenden, ein anderes Ergebnis rauskommt. Passen Sie mal auf, ich schalte mich hier mal wieder dazu. So, bin ich wieder. Das Ganze hat natürlich durchaus Bedeutung. Ich schiebe es mal weg. Warten Sie mal. Wo sind wir? Ja, ich schiebe es mal rüber, dass wir es sehen. So. Das Ganze hat natürlich durchaus Bedeutung, denn Wahlkreiszuschnitt, sehen Sie hier, kann Einfluss darauf haben, wie nachher die Wahl ausgeht. Ja, welcher Direktkandidat wird bei welcher Aufteilung der Wahlbezirke gewählt? Ich gehe mal zurück auf die hier. Wenn wir agglomerativ geclustert haben, dann ist ganz klar, wir bekommen in München den Münchner Kandidat. München, wissen Sie vielleicht, ist eine SPD-Hochburg, die einzige oder fast einzige in ganz Bayern. Und da wird natürlich hier der SPD-Kandidat gewählt. Außenrum würde vermutlich dann entsprechend die kohlrabenschwarzen CSU-Kandidaten gewählt werden. Wenn wir andersrum clustern, divisiv clustern, sieht das Ganze anders aus. Ja? Jetzt ist das rote München auseinandergerissen. Ja? Kann zum Beispiel dazu führen, dass in keinem der vier Wahlkreise jetzt tatsächlich der SPD-Kandidat gewählt wird. Weil überall drumherum die CSU-Wähler in der Mehrheit sind. Oder andersrum, wenn in München sehr viel mehr Menschen wohnen als im Umland, dann kann es wiederum andererseits dazu führen, dass vielleicht die Münchner alles drumherum bestimmen und dass in allen vier Wahlkreisen dann der SPD-Kandidat vorne liegt. Ja, das heißt, das hat tatsächlich hier Auswirkungen auf das Wahlergebnis.
Und deshalb wird es auch gemacht. Ja, bei uns nicht. Vermutlich ist es einer der wichtigen Gründe, warum wir immer noch so einen großen Bundestag haben, weil ein Neuzuschnitt der Wahlkreise ist was höchst Politisches, weil es eben dazu führen kann, dass das Ergebnis nachher anders aussieht wie vorher. In anderen Ländern ist es durchaus üblich. Ja, also ein typisches oder ein bekanntes Beispiel ist, dass die Engländer in Nordirland auf diese Art und Weise dafür gesorgt haben, dass die katholischen Kandidaten auch in den Hochburgen nie gewählt werden konnten, weil die immer auseinandergerissen und teilweise anderen Bezirken zugeordnet wurden. Dann kann man nachher ganz regulär und fair wählen und die haben trotzdem keine Chance. In den Vereinigten Staaten ist es so ähnlich. Dort wird ja ganz häufig nur nach Mehrheit abgestimmt oder gewinnt immer nur der, der die meisten Stimmen hat. Deshalb ist es dort extrem wichtig. Und in den USA ist es üblich, dass vor jeder Wahl die Regierung die Wahlbezirke neu ordnet und so umbaut, dass sie nach Möglichkeit bei der nächsten Wahl noch bessere Chancen hat. Das ist also völlig Gerrymandering, heißt es in den USA, eine völlig übliche Geschichte, die ständig und laufend stattfindet und von allen gemacht wird, also von allen beiden Parteien auch die ganze Zeit gemacht wird. Also, die Wahl des Clustering-Verfahrens entscheidet über das Ergebnis und das immer wieder, ja, das immer wieder. Es ist nicht der Algorithmus, der wichtig ist, sondern es ist wichtig, dass man seine Daten gut genug kennt, dass man weiß, welcher Algorithmus tatsächlich für ein bestimmtes Beispiel, für eine bestimmte Anwendung der richtige ist, der die Daten nicht verfälscht und der ein objektives, richtiges Ergebnis liefert.